Erik, ist das jetzt ein neuer High-End-Lautsprecher gewesen? Neuer High-End-Lautsprecher, ne? Ja. Der ist geil. Der ist schön mit Koboplast-Gewebeband repariert. Der geht nochmal 20 Jahre. Deswegen, jetzt. Dann ist die Dürrpappe wieder drauf und dann machst du die, der wieder. Machst du die Dürrpappe wieder drauf? Ich mach die Dürrpappe wieder drauf, ne? Ja. Die ist zwar kaputt, aber wir machen sie wieder drauf. Ist scheißegal. Ich kann mal so weglassen, das Gewicht. Der macht nicht mehr. Da muss man ein bisschen mehr Bass drauf geben. Oh, hier, guck mal, der macht Lobas. Sieht aus wie 20 Hertz hier. Eine coole Opel-Technik. Derek, wie ist denn das so, wenn man jetzt schön Low-Bass hier schön auf den Koroblast-Gewebeband-Lautsprecher gegeben hat? Die neue High-End-Serie mit Koroblast. Jetzt bloß hinten machen. Machen wir nämlich hier. Nee, hier vorne habe ich nichts außer einen fetten Ranzen. Hier, jetzt geht er ab. Mal gucken. Was, der geht ab? Das stellen wir mal hier ab. Spektakulär, oder? Ich weiß gar nicht, warum sich manche Leute Subwoofer einbauen. Deswegen ja, ne? Die sollten einfach mal zu uns kommen. Solange wie wir noch genug Gewebeband haben. Was ist denn jetzt hier? Das bringen wir ja raus.